tiver reação em cadeia, heißt sozusagen Kettenreaktion. Sie werden merken, es ist also jetzt nicht mehr mit diesen wunderbaren Melodien, die wir gerade gehört haben, zu tun, sondern hier handelt es um Klänge, die etwas verursachen und die Kettenreaktion auslösen. Ein neues Werk von ist für 5 Jahre. Vor 5 Jahren hat das komponiert und es wird zum ersten Mal in Deutschland gespielt. Ja. Thank you.
Thank you.